Was halten Sie davon? Was halten Sie davon von der Demonstration? Ich finde das richtig. Laufen Sie mit? Ich muss leider losfahren. Ich habe Termin für TÜV. Das war meine Meister, deswegen bin ich hier. Hier ist der Meister. Ja, ja, Schulmeister. Ah. Er ist Besitzer von diesem Laden, der Ecke. Seit 30 Jahren ist er hier. Ja. Er hat mich schon alles erklärt wegen der Fasnacht, wegen der Demo. Ja. Ja. Okay. Den finde ich auch schön, aber. Aber Sie laufen nicht mit. Ich fahre momentan leider. Aber ich unterstütze Sie immer. Okay. Darf ich Sie fragen, was Sie davon halten von der Demo? Es ist alles berührt. Es ist alles unnormal. Ja. Sagen Sie das so? Ja, also. Es gibt vielleicht nicht mehr Polizisten als Demonstranten. Ja, komisch, ja. Gefährlich. Sie sind nicht einverstanden? Nein, ich habe Corona 9 Monate gehabt in meinem Krankenhaus. Oh, also da bin ich nicht einverstanden. Okay. Weil ich habe gelitten 9 Monate. Also, jetzt wieder gut? Ja, alles gut. Ja, darum sage ich, ich bin nicht einverstanden. Wollt ihr was sagen dazu? So durch. Aber Fasnacht, oder? Komm, wir können doch noch gar nicht fahren. Ach so. Wie viele sind denn ungefähr da? Wir waren schon gerade enttäuscht hier vorne. 300 vielleicht. Nicht mehr. Das muss am Regenwetter hängen, sag ich die ganze Zeit. Schade. Weil dann, Sie wissen nicht zufällig, ob das auch über den Schillerplatz geht. Weil das ist voller Lachen, die ja jetzt dagegen halten wollen. Wir gehen mit. Ja, auf jeden Fall. Wir auch. Aber alle für die Freiheit. Ja, natürlich. Das ruft ihr immer, ne? Ja. Seid ihr auch für die Freiheit? Ja, natürlich. Gut. Aber was dann? Warum lauft ihr nicht mit? Wir haben zu tun. Ja. Business, ja? Nein, hier. Hähnchen und Couscous. Okay. Viel Spaß, Dankeschön. Guten Tag. Würden Sie was sagen wollen zur Demonstration? Ja, eher weniger. Gerade reingefallen. Das ist im Fasten, der Fastnacht ist es so. Aber sind Sie dafür oder dagegen, egal? Wissen Sie überhaupt, um was es geht? Ja, ja. Okay. Alles gut. Aber wir sagen nichts dazu. Ja, danke. Würden Sie was sagen wollen dazu? Nö. Dafür oder dagegen, egal? Das ist nicht egal, aber jeder soll das so machen, wie er es will. Dankeschön. Eben seine Freiheit. Hallo. Würden Sie was sagen wollen zur Demonstration? Nein, danke. Dafür, dagegen, egal. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Mit dem Corona oder wie anders? Ich die Idioten an, die Kinder. Ich hab's ja alle gefilmt heute. Sehr gut. So und so. Okay. Warum haben wir keine Ukraine-Demonstration hier? Warum haben wir diese Scheiße? Dann müssen Sie eine machen. Wie aktuell sind die? Ja, also sind sie echt letzte. Gut, Dankeschön. Der Polizisten und Pressevertreter. Von Seiten der Medien kommt häufig die Frage auf, ob Proteste der bürgerlichen Mitte. Guten Tag. Wollt ihr was sagen zur Demonstration? Oder dafür, dagegen, egal. Der russische Vorfeld einer solchen Veranstaltung klar zu positionieren, kommt nicht selten auch von Seiten der Teilnehmer. Aber ich wollte mir an dieser Stelle gerne klar, dass die Initiatoren dieser Veranstaltung. Dankeschön. Und so auch. Wolltest du was sagen dazu?
Zur Demo, für oder gegen oder überhaupt nicht? Hä? Wollt ihr was sagen? Nee, danke. Schade. Louis, was hältst du von dem Zeug? Ist halt beschissen, ne? Von vorne bis hinten voll bescheuert. Okay. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es wirklich ernst meinen. Weil die Maske aufhaben oder was? Aber nein, wo der Gedanke dahinter ist. So. Und dein ganzes Regime gestürzt. Danke. Also wir können gerne was sagen, ja. Ja, aber nur der. Aber du musst eine Frage stellen. Bitte, ach so, was hältst du von dem hier? Ist das gut, schlecht oder egal? Nein, also da stehe ich gar nicht für ein. Nein, also ich bin dagegen, ja. Ach so, gegen die Demo oder gegen Ja, ich bin Corona gegen die Emo. Gegen die Demo, ja. Okay. Also nein, ich glaube, ich komme nicht überein. Ich bin gegen die Demo. Mir ist egal, wir sprachen ja nur. Also, du bist nur ein Journalist oder was? Okay. Nein, ich bin eher dagegen, ja. Ehrlich? Okay. Aber ihr seid nicht hier wegen der Demo? Nein, wir sind hier wegen Rosenmontag. Okay. Dankeschön. Kein Kommentar. Ist doch fast was, oder? Das ist keine Hass, das ist. Nee, das ist ein Haufen Scheißdreck und das können wir hier nicht brauchen. Dankeschön. Nee, ich esse nur die Schokolade. Ja, bist du dafür oder dagegen? Wer spielt die Welt Deutsch? Ich liebe sie. Seid ihr dafür oder dagegen? Seid ihr dafür oder dagegen? Oder egal? Was ging's denn? Dann seid ihr dafür. Aber was ist das? Karneval? Nein. Anti-Corona. Anti-Corona? Wir sind die rote Linie. Du hast gemacht den Punkt. Die Punkt. Ja. Na gut. Richtig! Nicht Polen ist jetzt erste Bürgerpflicht, sondern genau das Gegenteil. Bitte? Wollen Sie es kommentieren? Nee, die warten nur auf den Bus, ja. Ich warte auf vernünftige Leute, die ein bisschen Grips im Kopf haben. Okay, danke. Hallo! Wollt ihr was sagen dazu? Nee. Kein Kommentar? Kein Kommentar. Oh, schade. Warum? Ihr habt bestimmt was zu sagen. Ihr lacht so. Nee. Unsere Deutsch ist so gut. Ah, ja. Immer wenn es drauf ankommt. Yeah. Von mir aus. Jeder soll seine Meinung haben. Ja. Naja, Sie sind einer der wenigen, der heute was gesagt hat. Weil die allermeisten sagen, sie wollen nichts mehr sagen. Jedenfalls die Polizei sehen. Haben wir Angst, Kriege, oder? Willst du auch was sagen wollen? Nein, bitte nicht. Was? Ich dachte, sie wollte was sagen. Sie hätte bestimmt viel zu sagen, ich sehe es gerade. Naja. Dankeschön. Würde Sie was sagen wollen? Gar nicht gerne, ja. Ja, okay. Für was ist das denn? Bitte? Für was ist das denn? Ich habe einen YouTube-Kanal. Also. Ich bringe die ungeschnitten die Wahrheit, egal ob ich dafür die Gänche, was Sie wollen. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich da noch aufregen. Deswegen ist es vielleicht noch besser, wenn man es lassen, oder? Über die oder regen sich auf wie die? Nee, über die, also man kann es auch echt übertreiben. Machen Sie so einen Krach, so einen Aufstand, das kostet Polizei kosten, bis es geht nicht mehr. Wofür? Kriegt doch eh nichts damit. Das ist halt okay. Das alles, was ich sagen könnte. Dankeschön. Reicht gerne. Ich kann wieder von allen. Ich hatte eine Frage.
Es gibt ja nicht, das ist schon entscheidend. Dafür, dagegen, egal. Ich find's cool. Coole Demo. Aber sie laufen nicht mit. Aber sie laufen nicht mit. Ja, Dankeschön. Ciao. Hallo? Darf ich die Frage, was ich davon halte? Ich finde das sehr gut. Ich finde das gut. Sie laufen aber nicht mit? Nee. Haben keine Maske dabei, ja? Auch nicht. Dankeschön. Sind Sie dabei? Ja? Bisschen, ja? Alles gut. Wie sonst? Oh, sie hätte bestimmt was zu sagen, ich sehe es gerade. Bitte? Sie hätte bestimmt was zu sagen, oder? Ich frage, ob wir einen Kommentar abgeben wollen. Von wem sind Sie? Ich bin YouTube-Kanal. Ich komme im Fernsehen sozusagen. Was halten Sie davon? Bitte? Was halten Sie davon? Ich bin erstaunt. Sie sind ich bin erstaunt, dass möglich ist, einen Fastnachtsumzug. Ist ja auch fast. Wir hatten gehofft, es wäre ein Fastnachtsumzug oder Friedensdemo und wollten mitquälen. Jetzt sind es Querdenker. Na ja. Wir sind sehr erstaunt über das große Aufbruch. Ihr seid das Allerletzte. Kommt auf die Straße! Weil sie so gefährlich sind. Das ist die Wahrheit. Dankeschön. Hallo? Würden Sie was sagen wollen dazu? Eigentlich nicht, danke. Schade, Sie hätten bestimmt was zu sagen. Dankeschön. Schade. Kommen wir schon mal zu Ihnen. Guten Tag. Würden Sie was sagen wollen zu der Demo? Sprachlos? Ohne Mann. Ohne Mann. Eine richtige Fasnacht hier dabei, gell? Naja, geht ja rum. Nachher ist vorbei. Also Mittwoch ist alles vorbei. Nein, super. Dankeschön. Viel Spaß noch. Hallo? Würde Sie das kommentieren wollen? Ohne Worte? Nachher kommst du ins Fernsehen, ich weiß sogar nicht, wer sie sind. Ich wollte hoffen, dass sie ins Fernsehen kommt. Nee, ich habe so einen YouTube-Kanal und ich bringe alles ungeschnitten. Wer was sagen will. Kanal sind Sie denn? Das ist so ein eigener YouTube-Kanal. Ja, sagen Sie mir den Namen von. Achso, Hanauer Landbode. Hanauer Landbode. Ja, den kennt man nicht. Er hat 50 Mitglieder. Hä? 50, guck mich. 50, das wird bestimmt mehr. Jetzt sind Sie 51 dann. Nee, alles andere. Lass es gut gehen, Dankeschön. Entschuldigung, wenn Sie was sagen wollen dazu. Was ist denn das eigentlich? Das hier? Ja. Das ist ein Umzug gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. So. Die wollen gegen die Impfpflicht und sowas halt. Was würde der Hegel dazu sagen? Bitte? Der Hegel? Was würde der Hegel dazu sagen? Dankeschön. Ich würde gerne Hello sagen. Bitte? Hallo? Hello? Und zur Demo? Bist du ein bisschen was gegen? Ist es? Ja, dann würde ich eigentlich nur gerne sagen, dass sie alle als Clowns verkleidet sind und schönen Rosenmontag. Finde ich gut. Dankeschön. Ciao. Wollt ihr auch was sagen? Schade, ihr hättet bestimmt was zu sagen. Will jemand was sagen dazu? Das ist Schwachsinn. Bisschen peinlich, aber okay. Ich will es lustig gegen die Maske tragen, aber gegen die Maßnahmen sein. Ich weiß ja, die müssen ja. Das ist eine Aussage von der Polizei. Ja. Wir hier nicht, aber die müssen. Es hat sehr viel Wirkung, wenn die eine Maske tragen, aber gegen die Maske sind. Ja, aber das ist ja eine Auflage von der Stadt. Ja. Aber diskriminieren. Werden Sie lassen? Ja, natürlich. Mache lassen. Fastnacht. Mache lassen. Hello. 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 Wollt ihr auch noch was sagen? Nein. Hello. Hello.
wollen wir sagen. Ich will nein, lass ja impfen lassen. Oh. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Viermal geimpft, ne? Dreimal. Fünfmal geimpft. Ich hab euch gesagt, wir sind die Besten. Ole, ole, ole. Wir sind die Elite. Dankeschön. Es ist so viele Leute zum Spazieren geben. Viel Spaß auf. Musst du was sagen dazu? Was? Lieber nicht. Schade. Sie hätten bestimmt was zu sagen. Es gibt Vorteile und Nachteile der Demokratie. Das ist nämlich ein Nachteil. Das sind harte Worte. Ja. Aber wir haben gerade alle keine anderen Probleme als das. Es gibt wirklich andere Probleme. Wie nett. Okay. Dankeschön. Was denn da? Tiere? Um was geht's alles? Ach so, die sind gegen die Maske und gegen die Impfung. Ja, okay, aber dann gibt's doch für Tiere irgendwas. Maske, das ist falsch. Die müssen von der Polizei. Wir nett, aber die müssen. Die Polizei will. Auflagen. Ja, Auflagen. Aber die Polizei mehr als. Ja, weil die haben hätten Angst. Ruhig mal ein paar Bonbons mitnehmen können und so. Dürfen sie nicht. Auch eine Auflage. Keine Wurfgeschosse. Das Wurfgeschosse. Bonbons. Ja, der lacht aber auch. Aber dann später muss kommen, feiern. Willkommen, Bürger Deutschland. Kann sein. Ja, wenn seid ihr wieder Corona, ja. Gegen Corona, dann wird es wichtig. Ja. Wollen Sie was sagen dazu? Dafür, dagegen, egal? Was? Sind Sie dafür oder dagegen oder egal? Was? Ich bin für eine freie Impfentscheidung. Ah, würden Sie was sagen wollen? Nee. Sie hätte was zu sagen, ich weiß genau. Sie hätte was zu sagen, ich sehe Sie da. Nee, danke. Ja. Die hat ab. Nein, ich bin gar nicht. Was geht's denn? Genau, um was geht's denn da? Wissen Sie was? Naja, das sind halt Leute, die gerne selber entscheiden wollen, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Ja, und es geht auch darum, die Grundrechte, die nach und nach eingeschränkt werden. Sie sehen das schon auch so. Ja, was haben Sie zur Polizei aufgeboten? Ah ja, irgendwo muss die Kohle hin. Ja, ich meine, also Geld war doch immer. Ich meine, das wird gedruckt. Ja. Nicht verdient. Die müssen Maske tragen. Ne? Bitte? Die müssen Maske tragen, ebenso. Hier draußen nicht. Ja. Das ist ja auch ein Interview. Ob man es gut findet oder schlecht, ist das so eine neue Schar mit Russen und Ukraine gemischt? Nee. Ist Zufall? Für wen denn? Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich bringe alles ungeschnitten. Also, nee. Wer dafür ist, wer dagegen ist, komm mal ins Kino. Nee, danke. Okay, danke schön. Darf ich die Interviewer? Sie haben uns eben schon mal gefragt. Nein! Das sind tatsächlich immer noch die gleichen. Ach. Alles scheiße. Keine Interview. Nee, kommt sehr bekannt vor. Ja, genau. Ich hätte lieber jetzt eine Ukraine-Demo gehabt, da wäre ich mitgegangen. Aber das geht doch. Mit dem Scheiß. Nee, das geht schon. Ist der Präsident? Ist der Politiker? Ist das Russland oder die Ukraine? Was er da vorhat? Das ist Ukraine und das ist 05. Ach so. Ich hab gedacht, es wäre Russland und die Ukraine in einer Fahne. Nein. Ukraine ist alles okay. Ich weiß ja nicht, bist du positiv oder negativ? Ich hab einen YouTube-Kanal. Ich bin. Ja, YouTube, ja, unabhängig. Ja. Alles gut, ja. Bei mir darf jeder. Ja, aber nicht. Nein, ich zeige, was Russland ist. Weil die werden keine Bomben. Sonja, hast du einen Tag? Kinder sollen sehen, was aus dem Montag ist. Machst du jetzt ein Foto für die Zeitung oder wie? Das Fernsehen. Ah ja, komm. Ja, Foto, aber wir babbeln, also, aber nicht im Dienst. Was anderes? Nicht im Dienst. Also, Peter, ich sag auch immer nicht. Für wen? Für die Polizei? Nee, für die Arschlöcher, wo der rumlaufen. Aber finde ich hart. Das ist eine Schande, dass da so viel aufgeboten wird, dass so ein paar Idioten in den Zaun gehalten werden. Das muss man wegschauen. Aber die waren doch friedlich. Ja, die waren friedlich, aber warum war noch die Polizei da war? Was hätten die gemacht, wenn die Polizei nicht da wäre? Weiß ich nicht. Wird die Maske abgesetzt.
Ich hab das hier jeden Montagabend. Ist hier immer erst ein paar Tage. Hier meinst du? Ja, natürlich hier. Jeden Montagabend. Na, laufen so schön durch den Bergen ein bisschen rum. Aber dass man jetzt heute Abend heute so eine Bühne bietet. Was natürlich das unmöglich, dass ihr Impfgegner oder Querdenker auf irgendeinem Fastnachtsumzug mitlaufen. Ja, und das, nee, die haben den organisiert. Die haben den auch noch organisiert. Das ist ein tolles Politikum an Rosenmontag. Ja, vielen Dank. Die Polizei ist echt. Ja, vielen Dank, Mainz. Ja, super. Ich habe gedacht, der Auto ist echt. Das ist ja. Nein. Weil der Auto läuft, dann ist echt. Da laufe ich nicht mit. Nee. Sorry. Okay, Dankeschön. Was zu sagen, oder? Ist das Fasnacht oder ist das nicht Fasnacht? Für den Schwachsinn haben wir nichts zu sagen, da fehlen mir die Worte. Aber das ist ja schon eine ziemliche, Wertung jetzt. So. Alter, wenn sie wenigstens für die ausgefallene Kampagne demonstrieren würden, aber so. Wer ist ein schöner kostümiert, die Kerle oder die Polizei? Die Polizei. Dankeschön. Alles Gute. Sie haben bestimmt. Oder hello. Sie haben bestimmt was zu sagen. Ne? Wissen Sie, um was es geht? Schon. Gegen ihn, oder? Ich hab schon. Zweimal? Dreimal. Dreimal mehr wie ich. Meine Zeit abgelaufen. Ist ja egal, was ich das. Für Jungen kann ich nicht, aber. Okay. Dankeschön. Okay.